hatte selber ehrlich gesagt kein 1,0 Abitur, sondern 2,4, aber ich habe mir gesagt, ich will unbedingt Medizin studieren, ich will später Arzt werden. Man hat später einfach mit Krankheiten zu tun, man hat eventuell, je nachdem wo man ist, auch mit dem Tod zu tun und man hat aber auch mit Patienten zu tun. Es kam auch sehr häufig vor, dass wirklich 30%, 40%, 50% der Leute irgendwie durchgefallen sind. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo und heute haben wir wieder einen besonderen Gast. Und ich glaube, dass dieses Thema heute ganz, ganz viele interessieren dürfte. Einige kennen Mo vielleicht auch von seinem YouTube-Channel schon, Doc Mo. Du bist im 10. Semester? Genau, richtig. Genau, stell dich erstmal vor, vor allem, was du auf YouTube machst. Ist ja vielleicht auch viele, die da dann vorbeischauen wollen. Sehr interessant. Genau, also wie gesagt, Leo hat es ja schon gesagt, ich bin Medizinstudent, momentan im 10. Semester hier an der LMU in München. Und ich mache YouTube jetzt seit 4 Jahren und erzähle da einfach so ein bisschen über das Medizinstudium, was ist wichtig, worauf muss man gucken, was für Fächer hat man da überhaupt. Eben gerade für junge Leute, die sich vielleicht überlegen, später mal Arzt oder Ärztin zu werden oder auch irgendwie in den medizinischen Bereich zu gehen. Ansonsten erzähle ich auch noch viel über ganz allgemeine Themen, über Drogen, Sex, die beliebten Themen sozusagen. Alles, was man wissen muss. Genau. Natürlich auch gesunde Ernährung, verschiedene Erkrankungen und einfach letztendlich alles Mögliche, was mit Medizin einfach zu tun hat. Mega, mega cool. Deswegen YouTube und Instagram ist natürlich in der Infobox für alle, die entweder inhaltlich oder äußerlich höchste Qualität haben möchten. Ja, ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, entweder unter die YouTube-Videos in den Kommentaren oder auch bei Instagram, wenn ihr Fragen habt. Genau. Mega, mega cool, weil das ist ja auch eine Sache, die ich immer mache. Da habe ich auch das Gefühl, das bringt den Leuten so viel. Ja, ja. Deswegen, wenn ihr da Erfahrungsberichte haben wollt, noch darüber hinausgehen, worüber wir jetzt sprechen werden, dann schreibt ihn, dann wird er seine wertvolle Zeit für euch verwenden. Auf jeden Fall. Jo, ich liebe solche Interviews eigentlich, weil ich mich einfach in die Situation versetze, ich würde jetzt gerne Medizin studieren und ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ja. Deswegen würde mich als allererstes mal interessieren, ist ja, denke ich, so die erste Hürde, deswegen auch viele, denke ich, meine Videos anschauen, so diesen Notenschnitt. Genau. Klar, erstens mal, was brauche ich für einen Notenschnitt? Also, genau, das ist auch eine Frage, die ich eben sehr häufig bekomme, wie kommt man überhaupt ins Medizinstudium rein? Ja, also, es gibt letztendlich sehr viele verschiedene Wege. Ich sag mal, der allereinfachste Weg ist halt wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Abitur zu schreiben. Deswegen schaut euch auf jeden Fall die ganzen Videos an. Ja. Das ist natürlich, sag ich mal, wirklich der einfachste Weg. Also wenn man 1,0er Abitur hat oder auch 1,1, 1,2, dann hat man eigentlich, sag ich mal, mehr oder weniger eine 100%ige Chance, dass man einen Medizinstudienplatz in Deutschland bekommt. Es gibt auch Leute, die mit 1,3, 1,4 reinkommen. Ab 1,4, 1,5 wird es dann schon deutlich schwieriger. Da muss man sich eventuell schon Gedanken machen, über eben verschiedene Methoden, wie man jetzt doch ins Medizinstudium reinkommen kann. Ja, zum einen gibt es halt in Deutschland den TMS, also einen Medizinertest, den man machen kann, mit dem man einfach seine Note nochmal verbessern kann, ja, um 0,3, 0,4, 0,5, wenn man den gut besteht. Ja, den kann man einmal im Jahr schreiben, das wird alles zentral geschrieben und damit kann man, sag ich mal, sein Abitur einfach noch aufbessern und kommt dann eben leichter an die Universitäten. Es gibt noch ganz, ganz viele verschiedene Wege, habe ich auch selber noch Videos darüber gemacht. Man kann ins Ausland gehen zum Beispiel, was häufig allerdings mit Kosten verbunden ist, weil das natürlich viel private Universitäten sind. Das kommt dann auch ganz drauf an, wo man hingeht. Ja, man kann nach Ungarn gehen, da kann man eben auf Deutsch studieren. Man kann aber auch zum Beispiel in die baltischen Staaten gehen, Lettland, Litauen, Estland. Man kann zum Beispiel auch in Prag kann man Medizin studieren, so viel ich weiß. In Holland, es gehen einige nach Holland. Also letztendlich kann man überall Medizin studieren. Man muss dann eben gucken, okay, will man da das komplette Studium fertig machen? Will man vielleicht nach dem Physikum, das ist das erste Staatsexamen, was man nach 2 Jahren Medizinstudium schreibt, da wechseln eben zum Beispiel auch sehr viele wieder zurück. Also wie gesagt, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Was es sonst auch noch gibt, zum Beispiel Österreich, oder auch in der Schweiz, also in Wien, in Innsbruck, in Salzburg, in Graz kann man überall auch noch Medizinertests machen, was natürlich viele Leute probieren, weil man da eben auf Deutsch studieren kann und das, sage ich mal, für viele Leute noch einfacher ist, als jetzt das Medizinstudium irgendwo im Ausland auf Englisch zu machen. Da kann man eben zum Beispiel auch einen Test schreiben, wobei es da auch immer schwieriger wird, reinzukommen, weil natürlich die Österreicher und die Schweizer selber natürlich auch die Medizinstudienplätze brauchen und sagen, ja, wir wollen jetzt auch nicht so viele Deutsche da haben, die danach dann wieder ins eigene Land eventuell zurückgehen. Und
Genau, das ist zum Beispiel noch eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch eine Ausbildung machen, man kann es über Wartezeit machen, wobei Wartezeit ich nicht wirklich empfehlen kann. Also da wartet man teilweise 6, 7 Jahre. Also das sind alles so Punkte. Darüber muss man sich natürlich frühzeitig Gedanken machen. Also wenn man natürlich 1,0er Schnitt hat, dann hat man natürlich keine großen Probleme. Ansonsten sollte man sich dann schon vielleicht auch während dem Abitur schon Gedanken machen, okay, wie kann ich vielleicht auch danach noch meinen Abiturschnitt aufbessern oder wie kann ich eben schaffen, doch irgendwie an einen medizinischen Platz zu kommen. Also es gibt auch viele, die machen zum Beispiel auch eine Ausbildung im medizinischen Bereich, ein Rettungssanitäter zum Beispiel, was dann eben auch Vorteile an manchen Universitäten bringt. Das Problem ist leider hier in Deutschland, dass es halt in jedem Bundesland, letztendlich an jeder Universität ganz anders geregelt ist, die Aufnahmekriterien. Das heißt, man muss sich dann überall genau informieren, okay, was haben die für Aufnahmekriterien und sich dann aber zentral über hochschulstart.de ist es noch, soweit ich weiß, ist jetzt bei mir auch schon ein bisschen her, als ich mich beworben habe. Letztes Jahr war es noch so. Okay, sehr gut. Zentral eben bewerben und da muss man dann eben gucken, okay, wo hat man jetzt die meisten Chancen und genau, und das ist dann einfach so ein Problem. Ja. Was waren so deine ersten Assoziationen mit dem Medizinstudium oder warum hast du das Ganze auch gemacht? Also bei mir, ich muss sagen, ich bin, sag ich mal, so ein bisschen vorgeprägt. Mein Großvater und mein Vater sind beides Ärzte und da spielt das Ganze natürlich schon, sag ich mal, eine gewisse Rolle. Es gibt sehr, sehr viele Studenten, die irgendwie Ärzte in der Familie haben. Davon ist man natürlich immer nicht so ganz frei, sage ich mal, ja. In seiner Entscheidung sozusagen, wobei ich auch noch zwei Geschwister habe, die beide eben kein Medizin studiert haben und ich war mir auch nicht zu 100% sicher. Es kam bei mir immer in die engere Auswahl und ich fand es cool und ich war da irgendwie auch schon als kleiner Steppke irgendwie so im OP und habe mir das Ganze irgendwie angeguckt. Aber ich habe mich auch noch für Geografie interessiert, wollte erneuerbare Energien studieren, ich wollte Pilot werden und habe mir auch noch so viele verschiedene Vorträge auch bei der Bundesagentur für Arbeit gab es eben so Angebote und habe mir da auch irgendwie viel angeschaut und so. Aber letztendlich hat mich dann ganz ehrlich einfach nicht viel interessiert, außer eben letztendlich doch das Medizinstudium. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will unbedingt Medizin studieren, ich will das machen, egal wie schwer das ist, ich will mich challengen sozusagen. Das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Mindset im Leben. Ich probiere mich selber immer so zu challengen. Ja. Ja. Also ich hatte selber ehrlich gesagt kein 1,0 Abitur, sondern 2,4, aber ich habe mir gesagt, ich will unbedingt Medizin studieren, ich will später Arzt werden. Und ich werde irgendeinen Weg finden, wie ich an einen Medizinstudienplatz komme und wie ich Medizin studieren kann, damit ich eben später als Arzt tätig sein kann. Ja. Das heißt, wie ist es bei dir dann zustande gekommen? Also ich habe mich eben über alles Mögliche beworben. Also ich hatte einen 2,4er Schnitt und habe dann auch den TMS gemacht. Der hat mir dann, glaube ich, auch 0,5, 0,6 gebracht. Aber damit war ich dann immer noch auf einen 2,0er oder 1,9er Schnitt. Und habe auch die Tests in Österreich gemacht, aber das war alles ziemlich zeitnah, direkt nach dem Abitur, sodass ich mich auch nicht groß vorbereiten konnte. Und damals waren die Tests schon relativ schwer, sodass ich auch von Leuten gehört habe, die sich dann irgendwie echt so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr intensiv darauf vorbereitet haben, damit sie überhaupt da reinkommen. Habe, wie gesagt, die Tests in Österreich gemacht, auch in Salzburg und Graz. Und muss ich ehrlicherweise zugeben, es hat halt alles nicht wirklich geklappt, weil die Tests sind nicht einfach. Und wenn man sich halt nicht richtig vorbereitet, dann funktioniert das einfach nicht. Und war dann eben schon kurz davor, eben auch irgendwie nach Prag zu gehen, habe mich da beworben, habe mich auch in Riga beworben. Und dann habe ich eben von zwei Tiermedizinstudentinnen, die ich hier in München getroffen habe, die haben mir erzählt, dass man auch in Budapest studieren kann. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und dann habe ich mich eben direkt in Budapest angemeldet. Und es hat dann irgendwie auch noch geklappt. Das war alles ziemlich kurzfristig und so. Und dann war ich wirklich 2 Tage später, nachdem ich mich da angemeldet habe, war ich in Budapest und habe dann da eben angefangen, genau. Also das ging dann alles ziemlich zeitig. Aber es ist natürlich so, dass Budapest natürlich auch nicht ganz kostenlos ist, also das ist natürlich schon teuer. Ich hatte dann auch das große Glück, ich habe mich dann immer weiter in Deutschland beworben, weil ich natürlich auch diese Kosten, sag ich mal, meinen Eltern nicht zumuten wollte. Ich konnte es damals selber nicht zahlen, aber ich dachte mir, okay, ich habe die Möglichkeit. Es ist natürlich nicht ganz fair, sag ich mal, anderen Leuten gegenüber, die vielleicht nicht das Geld haben und ins Ausland gehen können. Aber das war für mich, sag ich mal, kein Grund, jetzt irgendwie darauf zu verzichten. Ja, das wäre genauso wie, wenn du sagst, okay, hey, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro, ich könnte jetzt ein Unternehmen gründen.
Aber ich mache es nicht, weil vielleicht andere haben nicht so viel Geld. So, ja. Verstehst du? Das macht halt irgendwie keinen Sinn. Ich will Arzt werden, ich will Menschen helfen. Und deswegen habe ich halt dann einfach die Möglichkeit, sage ich mal, ergriffen. Und habe mich aber trotzdem immer weiter jedes Semester hier in Deutschland beworben an den Universitäten, habe Losverfahren gemacht, auch wenn die Wahrscheinlichkeit so unglaublich gering ist. Ja. Das kann ich auch euch nur empfehlen, falls ihr Medizin studieren wollt, macht das Losverfahren, bewerbt euch da. Ich weiß, an jeder Universität bewerben sich 10.000, 20.000 Leute und bei mir hat es halt wirklich geklappt. Direkt nach einem Jahr habe ich einen Studienplatz in Mainz bekommen übers Losverfahren und da war ich, glaube ich, einer unter 20 von 10.000 Leuten, die sich da beworben haben. Und deswegen, klar, viel Glück dabei gewesen und so, aber ich glaube, das Glück kommt auch nicht von alleine, sondern man muss halt wirklich schauen, was gibt es für Möglichkeiten und alles ausreizen, was es gibt, egal wie niedrig die Wahrscheinlichkeit ist, dass man über einen Weg eben einen Studienplatz bekommt. Genau. Glück des Tüchtigen halt. Ja, genau, genau, auf jeden Fall. Ja, voll. Jetzt bist du ja schon echt lange dabei. Ja. 10. Semester bedeutet 5 Jahre. Genau, richtig. Und in gut einem Jahr bist du ja schon dann quasi fertig damit und kannst so richtig losstarten. Ja. Was würdest du jetzt sagen, so rückblickend, wie ist jetzt so dein erster Eindruck, also das, was du dir davor erwartet hast, was ja auch der Grund, warum du diese ganzen Sachen auf dich genommen hast und das ja dann schon endlich auch gemacht hast, wurde das erfüllt? Waren Sachen schlechter, besser, anders? Also ich glaube, ich könnte jetzt auch genauso wie in dem Video von mir, glaube ich, stundenlang darüber erzählen. Also ich glaube, alles kann ich jetzt nicht in diesem einen Video abhandeln. Ja, also ich kann natürlich auch jedes einzelne Fach nochmal an sich betrachten, was ich eben auch auf meinem YouTube-Kanal mache. Insgesamt würde ich sagen, also das Medizinstudium auch jetzt gerade als Tipp für euch da draußen, die vielleicht sagen so, wow, keine Ahnung, ob ich das schaffe und so, das Medizinstudium ist ja schon irgendwie echt schwer, man muss viel lernen, hat man dann überhaupt noch ein Leben, kann man Freunde haben, kann man Sport noch machen nebenher, das sind alles Fragen, die ich jeden Tag bekomme. Und ich sage euch, ja, könnt ihr, also ihr habt auch noch Zeit nebenher, aber natürlich ist das Medizinstudium lernintensiv, ja, ich sag mal so, es ist, glaube ich, kein Hexenwerk, es ist einfach nur viel, also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie das super krasse Brain irgendwie sein muss, um irgendwie die Zusammenhänge zu verstehen, ja, sondern es ist alles sehr, sehr logisch und das gefällt mir eigentlich auch sehr gut an dem Medizinstudium, ja, also völlig egal, ob das jetzt die Biochemie ist, die Anatomie oder auch die Pharmakologie zum Beispiel, ja, es ist einfach nur, du musst einfach sehr viel Zeit reinstecken und dann kriegst du letztendlich auch einen guten Output. So, ja. Also ich denke, man sollte einfach insgesamt vom Medizinstudium nicht zu große Angst haben, aber natürlich Respekt haben und von Anfang an mitlernen. Ja. Also das ist auch so ein Thema, was ich jedem nur ans Herz legen kann, ist halt wirklich immer, wirklich täglich irgendwie zu lernen, dass man dabei bleibt, weil der Stoff einfach so wahnsinnig viel ist, dass man das halt innerhalb kürzester Zeit nicht schaffen kann. Ja, also das ist sowohl bei den einzelnen Klausuren, ja, da sieht es natürlich bei jedem Fach auch nochmal anders aus, wie zeit- und lernintensiv die sind, aber man muss schon immer frühzeitig anfangen. Ja, das ist genauso wie auch beim Staatsexamen, da kannst du nicht 2-3 Wochen vorher anfangen und denken, dass du dann irgendwie das erste oder zweite Staatsexamen bestehst, so, sondern da musst du wirklich einen Monat, 2 Monate, 3 Monate, ich sag mal jetzt beim zweiten Staatsexamen, was jetzt bei mir im April kommt, muss man mindestens 100 Tage vorher anfangen, um das zu bestehen, weil es ist einfach crazy, wahnsinnig viel Stoff. Crazy. Und damit will ich jetzt aber keine Angst machen, wenn jeder sagt so, boah, 100 Tage irgendwie durchlernen, so heftig, ich will es nicht machen. Ja. Ich glaube, man kommt da einfach so rein. Also auch wenn man jetzt vielleicht noch in der Schule ist und sagt so, oh, lernen habe ich ja eigentlich keinen Bock drauf. Ja. Das war bei mir auch so, ich war nicht der beste Schüler, ja. Leider. Deswegen hatte ich es dann auch später ein bisschen schwerer. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, fangt früh genug an, dann tut ihr euch einfach später wesentlich einfacher. Und man kommt einfach so rein, wenn du mit deinen Kollegen bist und ihr geht zusammen in die Bib, dann ist es überhaupt nicht schlimm, auch das Lernen. So. Also wenn man das vielleicht jetzt noch als Schüler so, boah, Lernen ist so schlimm, das ist einfach, du gehst dann wirklich gerne hin und sagst so, hey, es macht irgendwie Spaß zu lernen. Es ist auch interessant, was du lernst. Und alle anderen lernen auch. Und dann geht man irgendwie so mit und macht dann irgendwie zusammen Kaffeepause und so. Man sollte natürlich nicht zu viel Pause machen. Aber wie gesagt, also ich will jetzt, sag ich mal, das Medizinstudium nicht verteufeln und sagen, es ist, sag ich mal, nicht schaffbar. Du bist ja auch noch dabei, ja, muss man ja auch sagen. Genau, noch dabei, auf jeden Fall. Und, aber es ist natürlich, es muss einem klar sein, dass man natürlich viel lernt. Aber das ist ja auch das Schöne an dem Studium, genau.
Was würdest du sagen, ist so der, ich meine, nicht, was würdest du sagen, ist so allgemein vielleicht auch der größte Unterschied? Mhm. Also ich meine, klar, Schule, Studium ist ein Unterschied, aber was würdest du sagen, so Schule, vielleicht auch Medizinstudium? Was waren da so die größten Umstellungen, die du machen musstest? Also die größten Umstellungen von Schule zu Studium war erstmal der, dass du natürlich dein, also war es zumindest bei mir, dein Elternhaus verlässt, dass du in eine neue Stadt, beziehungsweise bei mir war es sogar direkt in ein neues Land gehst. Und dann da erstmal dich irgendwie so zurechtfinden musst, ja, also du musst dich natürlich auch erstmal so um Wohnung kümmern, du musst schauen, wie du dich natürlich selber versorgst, ernährst, dass du auch genügend Geld hast. Bei mir war es auch zwischenzeitlich im Studium so, dass ich überhaupt kein Geld mehr hatte nach einem halben Monat so, und dann ab dann gab es halt dann irgendwie nur noch Spaghetti mit Soße so ungefähr, ja, also es war halt wirklich so, und also man muss halt selber auch mit seinem eigenen Geld, was man zur Verfügung hat, klarkommen, ja. Also ich bin da jetzt auch nicht irgendwie jedes zweite Wochenende zu meinen Eltern gelaufen und habe irgendwie gesagt so, hey, sorry, ich habe alles irgendwie ausgegeben, pump mir mal irgendwie mehr oder so. Das ging einfach nicht, ja, beziehungsweise das wollte ich auch selber einfach nicht. Man muss sich einfach selber strukturieren, man muss sich auch selber seinen Tag strukturieren, auch gerade im Medizinstudium, jeder Tag sieht irgendwie anders aus. Natürlich hat man seinen Stundenplan, man hat seine verpflichtenden Seminare, Praktika, Vorlesungen sind nicht unbedingt Pflicht, deswegen muss man sich dann auch überlegen, gehe ich in die Vorlesung oder nicht. Das heißt, du musst selber sehr, sehr viele Entscheidungen treffen, was dir früher in der Schule entweder von deinen Eltern oder von den Lehrern mehr oder weniger abgenommen worden ist. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man auch erstmal so, wo man reinkommen muss, wo man viel lernen muss, wo man sich selber hinterfragen muss. Ist es jetzt wirklich sinnvoll, mit meinem Kollegen irgendwie FIFA zu zocken an der Playstation? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, mich doch morgen ein bisschen auf den Unterricht vorzubereiten, so dass ich direkt im Unterricht Anschluss habe und mitlernen kann und so. Also das sind alles so Dinge, da spielt natürlich Selbstdisziplin auch eine sehr, sehr große Rolle, was du ja auch viel auf deinem Kanal machst. Genau, das sind, glaube ich, so, also eigenes Management, Projektmanagement sozusagen, dass man sich selber organisieren kann und auch die Disziplin aufbringt. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Faktoren. Und natürlich auch das Offensein gegenüber anderen Leuten, gegenüber Studenten. Das ist wahnsinnig wichtig, komplett auch im Leben. Meiner Meinung nach einfach Connections zu machen, das kannst du bestimmt auch bestätigen. Sonst gäbe es dieses Video gerade nicht. Ja, genau, richtig. Sehr guter Punkt. Und dass man sich einfach austauscht untereinander, ja, damit man weiß, okay, wie lernt man jetzt richtig darauf? Weil du musst wirklich dich auf jedes Fach irgendwie anders vorbereiten mit anderen Unterlagen. Entweder die Vorlesungsunterlagen sind gut oder sie sind schlecht, vielleicht die Seminarunterlagen, vielleicht gibt es irgendwas online, was ist mit Altklausuren? Ja? Ich habe auch viel mit Altklausuren gelernt, was auch gar nicht schlecht ist, so, ja. Also wenn die Altklausuren richtig sind, ja. die im Internet veröffentlicht sind, ja, weil du damit dein Wissen wiederholst und so. Und das ist einfach wichtig, dass man sich einfach da mit den Leuten gut austauscht, denke ich. Ja. Jetzt ist ja in der Schule meistens so, dass du hast immer deine Stunden, hast immer deine Hausaufgaben, immer dein Lernen und dann immer die Prüfungen. Und da ist ja gerade schon verschiedene Sachen, die konnte ich mir gar nicht alle merken, von Seminaren zu Vorkursen, was weiß ich alles. Genau. Aus was für verschiedenen Elementen besteht dann das Medizinstudium auch? Also quasi nicht zwangsläufig inhaltlich, aber mehr so von den Formaten. Also was in Ungarn sehr cool war, war, dass man direkt ab dem ersten Semester Anatomie hatte und da hat man auch den Sezierkurs. Ja? Das heißt, man hat halt, das schockt einen immer erstmal so ein bisschen, ja. Also du hast halt dann wirklich Leichen vor dir liegen, die sind eingelegt in Formalin, ja? was so ein bisschen auch in den Augen brennt. Also kommst dann erstmal rein, hast erstmal diesen stechenden Geruch da in der Nase und auch in den Augen, und da waren auch immer so zwei, drei Leute dabei, die so halb umgekippt sind wirklich und die dann auch erstmal rausgegangen sind, teilweise auch weinend, für die das so relativ hart ist. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil man wird direkt so ein bisschen mit dem Mensch und auch mit dem, womit man später höchstwahrscheinlich zu tun hat, konfrontiert, weil man hat später einfach mit Krankheiten zu tun. Man hat eventuell, je nachdem, wo man ist, auch mit dem Tod zu tun. Und man hat aber auch mit Patienten zu tun, und das hat man auch im Studium, und das ist auch was sehr Schönes, ja, wenn man auch den Patienten irgendwie helfen kann, ja, und auch den kommunikativen Faktor drin hat, ja, und man muss sich aber halt eben mit dem Leid der Menschheit muss man sich auseinandersetzen. Das ist sehr wichtig. Hätte ich jetzt beispielsweise, hätte ich gar nicht damit verbunden, aber wenn du es so sagst,
Also damit muss man irgendwie klarkommen. Ja? Wenn man jetzt irgendwie BWL studiert oder so, dann geht man später in Startup, irgendwie viele junge Leute, man macht im Spiel zwischendrin Tischtennis und geht abends zusammen einen trinken oder so. Man kann das natürlich auch alles machen, wenn man Medizin studiert, aber es muss einem einfach klar sein, dass während man arbeitet, dass man da einfach mit kranken Menschen zu tun hat. Und das muss einem, glaube ich, möglichst früh bewusst sein, dass man das eben höchstwahrscheinlich später hat. Es gibt natürlich auch viele Ärzte, die gehen dann irgendwie in Unternehmensberatung oder zu Versicherungen oder so. Das gibt es natürlich auch. Also man muss auch nicht zwangsläufig, sage ich mal, mit kranken Menschen direkt zu tun haben. Aber ich finde, es gehört irgendwo dazu, auch zum Medizinstudium. Also wenn man Arzt werden will, sollte man damit klarkommen. Und das ist aber auf der anderen Seite auch eine sehr schöne Sache, weil du eben, sag ich mal, den Menschen ja auch irgendwie helfen kannst und die einem unglaublich dankbar sind. Und das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl eben auch für einen selber. Aber nochmal ganz kurz darauf zu kommen, was deine eigentliche Frage war, aus was für Elementen das Medizinstudium besteht. Ja. Also wie gesagt, man hat einfach Vorlesungen, ganz normal wie, sag ich mal, mehr oder weniger in jedem anderen Studium auch. Dann hat man eben Seminare in kleineren Gruppen, in denen man teilweise eben auch Fälle bearbeitet und das Ganze einfach ein bisschen mehr interaktiv ist. Dann hat man eben Praktika in allen möglichen Bereichen, ja, ob das jetzt die Biochemie in der Vorklinik ist oder die Mikrobiologie, wo man dann eben unter dem Mikroskop sich Bakterien anguckt, dann in der Klinik sozusagen nach den ersten zwei Jahren, nach dem ersten Staatsexamen. Also man hat eben ganz viele verschiedene Praktika. Man macht auch während dem Studium selber sehr viele Praktika, die man absolvieren muss. Also das ist in der Vorklinik, in den ersten zwei Jahren muss man ein Pflegepraktikum machen, was ich auch sehr gut und wichtig finde. Ja. Ja, es gibt auch einige Leute, die lassen sich das über irgendwelche Bekannte irgendwie bescheinigen und so, aber es ist wirklich so, also muss ich auch kein Blatt von den Mund nehmen, aber ich finde es persönlich sehr wichtig, es zu machen. Ich habe auch alle meine drei Monate gemacht, weil du siehst einfach mal das Krankenhaus aus einer ganz anderen Perspektive, du siehst es aus dem Pflegepersonal, weißt eigentlich überhaupt erst dann, was machen die eigentlich für eine harte Arbeit. Mhm. Und das tut dir, glaube ich, später sehr, sehr gut, weil das sind einfach die wichtigsten Leute in der Klinik, ist einfach das Pflegepersonal, sind auch die Putzfrauen, also sind alle letztendlich, die in der Klinik wirklich aktiv sind, mit denen musst du in irgendeiner Art und Weise kommunizieren und interagieren. Und ich finde, das kannst du einfach besser, wenn du auch deren Jobs einfach mal getan hast. Ja? Dann kannst du die auch besser verstehen und dieses Verhältnis ist einfach sehr wichtig. Ja? Und während der Klinik hat man auch verschiedene Formulaturen, muss man insgesamt 4 Formulaturen machen, das heißt ein Monat Praktikum, also jeweils ein Monat Praktikum auf verschiedenen Stationen, muss man einmal ambulant machen, in einer ambulanten Einrichtung, das habe ich jetzt zum Beispiel in der Radiologie gemacht, also das ambulant bedeutet, dass die Leute eben reinkommen, eine Behandlung bekommen oder eine Diagnose in dem Fall, in der Radiologie und die dann sozusagen wieder gehen, dann einen Monat in der Hausarztpraxis und dann noch 2 stationäre. Das heißt, du musst es dann in Einrichtungen machen, in Kliniken, die Belegbetten haben, wo die Patienten dann auch länger liegen, wo du so ein bisschen den Verlauf mitbekommen kannst und so. Und das habe ich natürlich auch alles gemacht. Zusätzlich gibt es dann auch immer noch so Blockpraktika, so kleinere Praktika, die man dann auch immer noch zusätzlich machen muss. Und das alles mehr oder weniger in der freien Zeit. Also man hat schon insgesamt relativ viel zu tun, aber es bleibt meiner Meinung nach schon immer noch Zeit, auch für Sport, für Freunde. Ich mache einen kompletten YouTube-Kanal und Social Media und Instagram und so, was auch nicht wenig Arbeit ist und so. Und habe auch noch ein Leben daneben und sehe auch meine Familie. Also man hat auch immer noch ein Leben daneben. Ja, genau. Mega, mega cool. Das glaube ich auch. Nimmt nochmal so ein bisschen die Angst oder auch die Furcht so, oh mein Gott. Was glaube ich mich da selbst in die Bücher? Das klingt jetzt alles so viel und so hart und man muss zeitweise auch wirklich viel machen, aber wie gesagt, man hat ein Leben daneben. Ich betreibe einen YouTube-Kanal, ich habe Freunde, ich habe Familie, hoffe ich zumindest. Mega, mega geil. Ja, ich glaube, das war schon ein sehr umfangreicher und auch sehr detailreicher und intensiver Einblick. Mhm. Jetzt natürlich abschließend noch die Frage, jetzt werden ja von den Leuten da draußen bestimmt einige das Medizinstudium dann auch antreten. Mhm. Was würdest du denen empfehlen? Vielleicht auch, was war ein Fail von dir aus dem ersten Semester, was du rückblickend definitiv anders machen würdest? Also, was kann ich euch raten? Ich habe ja jetzt schon einige wichtige Punkte angesprochen. Wie gesagt, connectet euch, das ist das A und O. Ja, das ist richtig wichtig. Da denkt, glaube ich, auch niemand dran.
wenn du anfängst Medizin, denkt, glaube ich, keiner dran. Ja, ja, genau, genau. Also schaut auch wirklich, dass ihr auf die Medizinerpartys geht, also jetzt unabhängig davon, ob ihr jetzt Alkohol trinkt oder nicht, schaut, dass ihr da hingeht und einfach euch ein bisschen connectet. Also das ist wirklich richtig wichtig. Ein bisschen, und dann kommt man dann sowieso ins Gespräch, die Mediziner reden sowieso immer nur über das Medizinerdasein, Medizinstudium und wo es hingehen soll und so. Also das ist dann Selbstläufer, sage ich mal. Dann auf jeden Fall ganz wichtig, von Anfang an mitlernen. Ja, also das habe ich teilweise in manchen Fächern auch nicht wirklich gemacht. Ja, also das war mein eigener Fehler auch. Also dass man dann einfach die Klausuren wiederholen muss. Ja. Und das ist nicht so wahnsinnig gut. Ich meine, sowas kann natürlich immer passieren. Sowas muss auch nicht immer an einem selber liegen. Es kann auch mal sein, es kam auch sehr häufig vor, dass wirklich 30%, 40%, 50% der Leute irgendwie durchgefallen sind, weil die Klausur einfach blöd gestellt worden ist oder jemand anders die Klausur gestellt hat und es auf einmal ganz anders war wie davor und man sich falsch vorbereitet hat. Also es muss nicht unbedingt an euch liegen, aber schaut, dass ihr so früh wie möglich mitlernt und die Klausuren am besten alle besteht, weil sonst schieben sich die Klausuren immer auf ins nächste Semester und irgendwann hat man dann 10 Klausuren an einem Tag oder so und das ist dann einfach irgendwann nicht mehr zu packen. Ja, wäre dann nur schlimmer eigentlich. Ne? Ja, ja, genau, genau. Und da muss man irgendwie extra Semester machen und so weiter. Also das kann ich auch nicht unbedingt empfehlen. Was ich noch nicht empfehlen kann, ist zu häufig auch die Stadt zu wechseln fürs Medizinstudium. Ja, weil man wird immer wieder rausgerissen, du musst halt irgendwie immer wieder neu anfangen, musst auch schauen, dass die ganzen Scheine, die du vorher gemacht hast, irgendwie anerkannt werden. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Medizinstudienplatz irgendwo bekommst, was jetzt nicht deine Lieblingsstadt ist, dann überleg dir sehr, sehr gut, also es gibt halt zum Beispiel studienplatztausch.de, da kann man eben dann den Studienplatz tauschen, wenn man wieder in die Heimatstadt gehen will oder doch irgendwie eine coolere, größere Stadt oder so gehen will. Dann kann man das machen, aber überlegt euch das wirklich sehr, sehr gut, ob ihr das machen wollt, weil es ist mit sehr, sehr viel Aufwand, bürokratischem Aufwand zu tun. Im Medizinstudium ist es nicht leicht zu wechseln. Bei BWL zum Beispiel ist es meiner Meinung nach, was ich gehört habe und gesehen habe, super einfach. Da kannst du überall deine ECTS-Punkte irgendwie sammeln und kannst irgendwie ins Ausland gehen und hierhin gehen. Das ist im Medizinstudium nicht so einfach, auch innerhalb Deutschlands nicht so einfach. Ich habe nämlich von Mainz nach München gewechselt und habe da viele Scheine nicht angerechnet bekommen. Es war nämlich noch vor dem Physikum, vor dem ersten Staatsexamen. Nach dem ersten Staatsexamen ist es was anderes, sage ich mal, ja, weil dann sind alle, sage ich mal, in Deutschland auf dem gleichen Level und dann kannst du die Stadt wechseln, wenn du möchtest, aber nicht während dem Studium. Das kann ich nicht empfehlen. Also wenn ihr wirklich anfangt, Medizin zu studieren, dann schaut, dass ihr am besten dort in der Stadt, wo ihr seid, einfach fertig macht oder erst nach dem großen Staatsexamen wechselt, weil ansonsten ist es einfach ein zu großer bürokratischer Aufwand und die werden viele Sachen nicht anerkannt. Du musst viele Sachen nochmal wiederholen. Und das lohnt sich dann letztendlich eigentlich nicht. Genau. Mega, mega cool. Vielen Dank, Mo. Gerne. Wer mehr dazu wissen will, hier und auf dem YouTube-Channel ist natürlich The Way to Go. Wie gesagt, YouTube und natürlich auch Instagram in der Beschreibung. Ansonsten, ne, denk dran, wir beide glauben immer an dich. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo und dein Doc Mo. Macht's gut. Especially if it's my dream, I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.